So, also eure Schlafanzüge sind schon eingepackt. Jetzt brauchen wir noch die Zahnbürsten. Das wird sicher lustig bei Oma und Opa. Vor allem, weil Paul, Alex und Mia auch dabei sind. Wir haben die Zahnbürsten. Mama, wann gehen wir endlich? Gleich, Kinder. Papa und ich müssen uns noch umziehen. Kann ich das so anziehen? Ja, das ist gut so. So, ich nehme eure Tasche. Wir gehen jetzt. Wir wollen ja pünktlich im Theater sein. Paul und Alex sind schon da. Macht uns die Tür auf. Hallo, kommt alle rein. Hallo. Hallo. Hallo, Rufus. Tschüss, Kinder, wir müssen los. Schlaft dann gut. Und euch viel Spaß im Theater. Danke. Tschüss. Tschüss. Hey, Mia, soll ich mit dir was spielen? Oma, darf dem Rufus noch etwas zu essen geben? Na gut, aber nicht so viel, Alex. Eigentlich hat Rufus schon etwas gegessen. Ja, so machst du das super. Jetzt frisst er. Oma, holt uns das Puppenhaus. Cool. Schaut, Kinder, jetzt könnt ihr spielen. Danke, Oma. Der schläft im Liegestuhl auf dem Balkon. Ich muss hier erstmal Ordnung machen. Quack, 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 quack. Hey, pass doch auf, deine Ente wirft alles um. Ups, tut mir leid. Quack, 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 quack. Na, Rufus, heute ist was los bei uns. Ich glaube, Rufus will auch mitspielen. Mia, na, kommst du mal zur Oma? Schau mal, du hast mit deiner Ente den Fressnapf umgefahren. Oh. Komm, das müssen wir wieder aufputzen. Du nimmst den Kehrbesen und ich die Schaufel. Ja, so ist gut. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann weiter. Oh nein, Rufus hat eine Puppe im Mund. Aus, Rufus, aus. Gib die wieder her. Rufus, aus. So ist brav. Ach Mann, jetzt hat die Figur Bissspuren. Mia bekommt jetzt noch ein Fläschchen und dann geht sie ins Bett. Darf ich helfen, Mia ins Bett zu bringen? Klar, das ist lieb von dir. Mia geht jetzt schon ins Bett. Sagt ihr gute Nacht. Gute Nacht, Mia. Oh cool, dürfen wir dann hier schlafen, Oma? Ja. Toll. Ich mache Mia jetzt noch eine frische Windel. Kannst du vielleicht die Windeln aus dem Bad holen? Ja, das mache ich. So, Mia, Lena holt dir noch eine frische Windel. Ich hab sie, Oma. Prima, hol gleich mal eine raus. Gut, und schwupp, sind wir fertig. Jetzt legen wir sie in die Wiege. Schlaf gut, Mia. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Schaust du jetzt noch Fußball, Opa? Nur kurz. Ich möchte die Ergebnisse noch sehen. Mia schläft jetzt und ihr müsst auch bald ins Bett. Aber ich lese euch noch eine Geschichte vor. Oh ja! Die Geschichte heißt Professor Praline. Professor Praline ist Professor für Schokoladistik. Er erfindet Dinge aus Schokolade. Wie lecker! Und dann prosteten sich die drei mit ihren Teetassen zu. Und die Geschichte ist aus. Jetzt zieht eure Schlafanzüge an und putzt euch die Zähne. Seid bitte ganz leise. Oma, schläft Mia schon? Jetzt nicht mehr, Paul. Du musst leise sein. Mia hatte schon geschlafen. Geh bitte ins Bad. Mia, schön schlafen. Ihr könnt aber schon gut Zähne putzen. Und jetzt die Schlafanzüge anziehen. Wir sind fertig, Oma. Gut, ihr könnt schon ins Bett gehen. Aber seid leise. Ja, Oma.
Ihr dürft dort drüben schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht. Opa und ich legen uns auch gleich schlafen. Oma? Ja? Wo schläft denn Rufus? Der schläft unten auf dem Sessel. Ah. Oma? Und was ist, wenn der Rufus nachts Pipi muss? Der muss nicht. Wir gehen gleich morgen früh wieder mit ihm raus. Oma, warum schnarcht der Opa so? Da kann man nichts machen. Opa schnarcht einfach ab und zu. Jetzt musst du schlafen, Paul. Gute Nacht. Ich kann nicht schlafen, Alex. Ich muss immer an die leckere Schokolade aus der Geschichte denken. Ich weiß, wo Oma Schokolade versteckt hat. Wollen wir uns vielleicht ein klein wenig holen? Was? Schokolade holen? Also da bin ich dabei. Ich auch. Seid aber ganz leise, damit Oma und Opa uns nicht hören. Ich sehe gar nichts. Es ist so dunkel. Lass mich vor. Aua, aua, aua! Oh nein, da stand ja das Puppenhaus. Macht mal das Licht an. Ich stelle es wieder auf. Nein, ich stecke im Puppenhaus fest. Oje, warte, ich helfe dir. Nein, das geht nicht. Achtung, mein Bein. Vielleicht geht es so. Nein, ich stecke fest. So geht das nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen Oma holen. Nein, dann bekommt sie doch mit, dass wir Schokolade holen wollten. Da musst du heute Nacht eben im Puppenhaus schlafen. Oh je. Was ist denn hier los? Oh oh. Was machst du im Puppenhaus, Paul? Ich stecke fest, Oma. Na komm, wenn du da reingekommen bist, dann kommst du auch irgendwie wieder raus. Zum Glück. Warum seid ihr denn jetzt nochmal aufgestanden? Wir wollten doch nur ein Stückchen Schokolade holen, weil wir nach der Geschichte so Lust drauf hatten. Eieiei, ab ins Bett mit euch. Wenn ihr schön brav seid und jetzt ganz schnell schlafen geht, dann backe ich euch morgen zum Frühstück einen Schokokuchen. Oh ja, toll! Ich habe aber immer noch Hunger. Sei jetzt endlich leise und schlaf. Ich will morgen einen Schokokuchen. Der Kuchen ist fertig. Mmh, lecker. Ich freue mich schon. Mia, schade, dass du noch keinen Kuchen essen darfst. Omas Schokokuchen ist nämlich so lecker. Bitte schön. Oma, bei dir ist es so schön. Dürfen wir wieder einmal bei dir übernachten? Ja, aber dann lese ich euch keine Geschichte mehr vor, in der irgendwelche Süßigkeiten vorkommen. Halt, liebe Zuschauer, wartet. Ich habe noch was für euch. Mein Mann hatte beim Einsprechen dieser Folge einen ziemlichen Versprecher und ich habe mir jetzt mal den Spaß daraus gemacht und habe diesen Versprecher verfilmt. Paul, schau mal, du hast mit deinem Fressnapf den... Nein! den Fressnapf umgefahren. Schau mal, du hast mit deinem... Schau mal, du hast mit deiner Ente den Fressnapf... So... Schau mal, du hast mit deiner... Schau mal. Jetzt hört er auf zu lachen. Schau mal, du hast mit deinem... Papa, ich kann nicht problemlos. Ich muss jetzt weitermachen. Schau mal, Paul, du hast mit deiner Ente den Fressnapf umgefahren. Jetzt passt's.
Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben oder wenn ihr unseren Kanal abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!